Ja, moin Leute! Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte heute über den mobilen Safari reden, denn das ist wahrscheinlich der Browser, den wir doch am meisten auf unseren mobilen Endgeräten nutzen. Und um den soll es heute gehen. Ich weiß, es gibt noch Opera Mini, aber der Browser ist ja doch nicht so populär wie Safari und deswegen soll es heute um die besten Safari-Tweaks gehen. Dann fangen wir auch direkt an. Wenn wir unseren Safari-Browser starten, dann sehen wir sofort, ich habe hier oben nur eine Leiste. Der Tweak dafür nennt sich Safari Unibar und ist kostenlos erhältlich in Cydia. Das heißt, wir haben hier oben wirklich nur eine Leiste und in die können wir sowohl Google-Einfragen eingeben, also jetzt zum Beispiel hier Test, und wir kommen direkt auf die Google-Seite, um das zu suchen. Wir können aber auch meinetwegen hier auf YouTube.com gehen und hier eine Adresse eingeben und kommen dann, wie gesagt, direkt auf YouTube.com. Meiner Meinung nach eine richtig geile Sache. Einfach auch schon aus dem Grund, weil es einfach cool wirkt. So mit nur einer Bar. Der nächste Tweak nennt sich Full Web Clips. Das erlaubt euch einfach hier unten auf diesen Tab zu drücken und dann seht ihr hier zum Homebildschirm hinzufügen. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr das Ganze auf euren Homebildschirm hinzufügen, und wenn ihr jetzt hier anklickt, Full Web Clip, also es fügt hier dieses Dings hinzu und das Ganze dann zum Homescreen hinzufügt, und wenn ihr es dann startet, dann seht ihr, ist alles verschwunden vom Safari und ihr habt wirklich nur noch hier die Seite. Ihr könnt das dann benutzen wie sozusagen eine Web-Application. Damit ist das möglich mit jeder Internetseite. Ich kann natürlich auch hier noch immer Sachen eingeben. Die Tastatur kommt hoch, aber zurück komme ich eben nicht mehr. Also man sollte sich das genau überlegen. Wenn man das dann so startet, kommt man eben nicht mehr zurück, weil man auch hier oben die Bar nicht mehr aufrufen kann. Also man ist dann hier jetzt komplett eingeschlossen. Aber es gibt ja Sachen, wo man das braucht, und da ist das dann wirklich nützlich. Ihr habt es ja vielleicht schon gemerkt, wenn ich hier jetzt irgendwo einen Doppeltipp hin mache, dann seht ihr, ich bin hier im Fullscreen-Modus. Kann aber die Adressbar immer noch wieder holen, also einfach nach oben scrollen, da ist die ganz oben. Und ihr seht eben, dass es Fullscreen ist. Das Ganze kostet leider 2,19 € in Cydia, aber es lohnt sich wirklich, weil es wirklich richtig genial ist. Das heißt, ihr klickt einfach irgendwo hin, meinetwegen jetzt hier auf Google, und ich gebe jetzt hier auch einfach nochmal Test ein. Ihr macht einen Doppelklick und bekommt eure Bedienelemente wieder hoch. Könnt hier ganz normal weiter surfen, seht auch die Statusbar, alles was ihr braucht, macht einen Doppeltipp und sofort verschwindet das Ganze hier. Ihr könnt das natürlich auch alles direkt einstellen, also es gibt ganz, ganz viele Gesturen, die man einstellen kann, mit denen man dann bestimmte Sachen machen kann. Zum Beispiel ist es hier bei mir, wenn ich dreifach klicke, dann lädt die Seite neu. Das geht alles mit Fullscreen for Safari für $2.19 im Cydia Store zu haben. Und meiner Meinung nach eine richtig coole Sache, einfach weil das Display ist ja doch nicht ganz so groß und damit kann man das voll ausnutzen. Ein Problem habe ich damit, es funktioniert leider nicht immer auf Bildern, zum Beispiel funktioniert es nicht, also wenn ich einen Doppelklick auf Bilder mache, dann kommen die Bedienelemente nicht wieder hoch. Und zum Beispiel auf der mobilen Twitter-Webseite, dann seht ihr hier dieses Bild, ich kann das Ganze hier nicht ausblenden, ich kann hier drauf drücken, wie ich möchte, die Bedienelemente verschwinden nicht. Also es funktioniert, ist noch nicht ganz ausgereift, funktioniert noch nicht ganz immer so, wie man es möchte, aber schon wirklich gut, also bis auf Bildern funktioniert es ja überall, zwischen Texten und so, gar kein Problem. Also eine riesige Empfehlung hier, das macht wirklich Spaß, damit jetzt zu browsen. Was auch noch richtig nützlich ist, ist Pull to Refresh for Safari, das heißt, wir ziehen einfach hier die gesamten Inhalt mit hinunter und sofort wird unsere Seite aktualisiert. Also eine richtig coole Sache, kennt man ja von verschiedenen Apps, gibt es übrigens auch für Mail, also Pull to Refresh for Mail, auch eine Riesenempfehlung dorthin. Das ist einfach wirklich nützlich. Ihr wollt jetzt gern viele Tabs haben, ihr habt gern viel offen, dann ist Tab Plus etwas für euch. Könnt ihr so viele Tabs aufmachen, wie ihr wollt, normalerweise sind es ja eigentlich nur 9 Stück, die ihr aufmachen könnt. Das heißt, wir sehen es jetzt auch hier, ich habe 7 offen, 8 offen, so, und nach dem 8. wird hier das Icon unten nicht mehr angezeigt, aber ich kann trotzdem noch weiter hier Tabs aufmachen. Und ich kann das jetzt so lange fortführen, bis mein Arbeitsspeicher voll ist und das Gerät abstürzt. Also das ist gar kein Problem, hier diese ganzen Seiten offen zu haben. Also eine richtig coole Sache, die man hier benutzen kann.
was natürlich viel einfacher geht, als so viele Tabs immer offen zu haben, geht mit Session Find. Dieser Tweak kostet $1 und ich kann jetzt einfach hier mal auf verschiedene Webseiten gehen, also jetzt hier YouTube und meinetwegen Twitter und meinetwegen auch noch SchülerVZ. Dann habe ich die einzelnen Tabs hier jetzt offen und ich sage mir, Mensch, das müsste man doch eigentlich irgendwie speichern können. Dazu gibt es Session Find. Ihr könnt das Ganze hier, wenn ihr einfach auf dieses kleine Buch klickt, geht dann hier auf Saved Sessions, was da mit neu hinzugekommen ist, und könnt jetzt hier auf Bearbeiten und Save Session klicken. Dann seht ihr hier die Webseiten, die hier jetzt geladen sind, und das kann ich jetzt meinetwegen hier soziale Netzwerke nennen. So, getan. Klicke ich auf Fertig und das Ganze ist gespeichert. Jetzt nehme ich meinen Safari-Browser, mache hier die Sachen wieder zu und gehe meinetwegen, was weiß ich, auf YouTube und Vimeo.com. Dann haben wir jetzt hier wieder zwei andere Webseiten. Da kann ich aber einfach draufklicken, gehe wieder hier in Saved Sessions und mache was Neues und nenne das jetzt meinetwegen Videos und füge das Ganze hinzu. So, und jetzt habe ich hier diese gesicherten Sachen. Wenn ich jetzt wieder auf soziale Netzwerke gehe, dann seht ihr, sind wieder meine drei Tabs für die sozialen Netzwerke offen. Sage ich mir jetzt aber, okay, ich würde jetzt gern weiter bei meinen Videos browsen, klicke ich einfach da drauf und habe nur noch die beiden Tabs von den Videos, also YouTube und Vimeo, offen und kann da sozusagen immer einfach hin und her switchen. Finde ich eine richtig geile Sache, so Tabs zu speichern. Hat auf jeden Fall Stil und macht den Safari-Browser nicht so voll. Und wenn ihr mehr als 8 Tabs so speichern wollt, könnt ihr das mit Tab Plus machen. Also Tab Plus wird hier von Session Find total unterstützt. Das sind meiner Meinung nach die besten Tweaks, die es für Safari derzeit gibt. Einen würde ich hier gerne noch hinzufügen und das ist der Safari Upload Enabler. Aber leider ist der noch nicht wirklich kompatibel mit iOS 5. Es steht zwar da, dass er kompatibel wäre, aber bei mir funktioniert es nicht, dass ich irgendwas hochladen kann. Wenn ich draufklicke, passiert nichts, beziehungsweise wird mir die Option gar nicht angezeigt. Deswegen, auf iOS 4 hat es funktioniert, ist auch wirklich genial, funktioniert aber leider noch nicht auf iOS 5. Aber ich werde es in die Videobeschreibung schreiben, sobald es geht. Also guckt ab und zu mal unten in die Videobeschreibung, ob das schon drin steht. Dann lohnt sich diese $1.99 auch für den Safari Upload Enabler. Soweit und so gut, das soll es erstmal gewesen sein mit den besten Safari Tweaks für iOS 5. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben oder einen Kommentar hinterlassen und natürlich auch gerne abonnieren, wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt. Bis dann und bis neulich verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!